Also solange jetzt nie noch so ein Hauch von Licht zu erkennen ist, ungefähr so wird mein Nachtlager dann später aussehen. Aber das zeige ich euch dann auch noch mal. Und hier noch einmal so rum. Also das ist jetzt entsprechend meine Unterkunft. Da ist mein Zeughaufen. Den räume ich natürlich da noch ein bisschen schöner auf. Und das ist die Aussicht nach da und nach hier und nach dort und auch nach da. Ja, also so schaut's aus. Ja, aber jetzt gehen wir wirklich vorher Holz sammeln. So, jetzt habe ich doch noch mal eine kleine Verbesserung am Unterschlupf vorgenommen. Wie ihr seht, ist die peinliche Falte jetzt raus, weil ich habe noch eine Schnur gefunden. Meine Decke war ja noch mit einer Schnur zusammengewickelt und mit der habe ich jetzt noch mal zusätzlich die entsprechende Öse fixiert. Ein Stückchen hätte man natürlich auch durchmachen können, hätte man nicht noch eine Schnur gebraucht, aber jetzt hatte ich halt doch noch eine übrig, weil die beiden Schnüre, die da benutzt wurden, sind einmal eben die Schnur, die meinen Rucksack eigentlich zusammenhält. Der ist jetzt entsprechend etwas lose und wenn ich hüpfe, kann man das schön hören, weil ich nichts fixieren konnte. Und die andere Schnur, ich weiß jetzt gerade nicht, welche ist, hält normalerweise meinen Hut auf meinem Kopf, wenn es windig ist. Also habe ich hier alles ziemlich improvisiert, aber dafür ist es jetzt wenigstens eine einigermaßen vernünftige Konstruktion. Was lange dauert, wird irgendwann halt gut. Wollte ich nicht Feuerholz sammeln gehen? Ja, dann mache ich das mal. Ja, eine Hand hat eine Handvoll Feuerholz. Eine Hand hat eine Kamera und gleichzeitig muss ich noch versuchen, hier mich einigermaßen so durch den Wald zu navigieren, damit ich meinen Lagerplatz irgendwann mal wiederfinde heute Nacht. Ist heute alles ein bisschen, ja, sagen wir mal, bisschen anders als sonst. Wie gehen wir denn jetzt am blödesten? Aha, ja, das habe ich gesucht. Ich habe mir nämlich gemerkt, es gibt hier drei ganz gut sichtbare Rückewegelchen hier auf dem Weg zwischen der Feuerstelle. Also das heißt, da gibt es keinen Weg, das ist ja alles querwaldein und meinem Lagerplatz. Und eine dieser besagten Rückegassen ist diese hier und habe mir gemerkt, wenn ich über diesen Ast da hinten drüber steige, dann scharf rechts abbiegen. Und dann müsste ich eigentlich wieder zurück zu meinem Lagerplatz kommen. Ich hoffe mal, das funktioniert in der Theorie und in der Praxis. Aber naja, das werden wir dann sehen, wenn ich mich verlaufen habe und heute Nacht durch den Wald irre und mich frage, wo ich denn eigentlich übernachten wollte. Ist mir leider schon zweimal passiert. Daher bin ich, was das angeht, jetzt inzwischen ein bisschen paranoid geworden. Naja, aber gucken wir mal. Ich gucke jetzt mal, dass ich dieses Zeug hier zum Feuerplatz bringe. Und ja, ihr habt ja eh nicht viel davon, wenn ich dieser eigenartigen Position hier jetzt großartig rumfilme. So. So, also das ist hier besagte Feuerstelle. Die kenne ich schon sehr lange und die ist auch sehr toll. Und da kann man wunderbar Feuerchen machen. Und da hinten hat es auch ein Brünnelchen, wo man wunderbar Wasser tanken kann. Ist Trinkwasser, also offiziell nicht, aber habe schon viel davon getrunken und ist mir nie was passiert. Das ist, was ich bisher an Holz habe. Das ist natürlich viel zu wenig und deshalb sammeln wir jetzt Nachschub. Leider kann ich jetzt nicht einfach aufsammeln, was so am Boden rumliegt, weil es gestern ziemlich viel geregnet hat und infolgedessen alles, was am Boden direkt liegt, zu nass ist, zumindest zum Feuer starten. Später könnte man es dann natürlich schon draufschmeißen, aber das ist für den Anfang wirklich nicht drin. Daher brauche ich, und das ist wieder ein Problem in meinem verdammten Laubmischwald, Nadelbäume, die ja Totasterhalter sind, wo dann am Baum irgendwelche Totäste rumhängen. Also hier, so klein das auch ist, hier so ein abgestorbenes Zeug, habt ihr gehört, das knackt dann wunderbar beim Abreißen. Und das ist halt ein super Material, hoppla, um damit das Feuer überhaupt erstmal anzukriegen, damit es wenigstens ein bisschen brennt. Und davon brauche ich jetzt eine ganze, ganze, ganze große Handvoll und das sammle ich jetzt mal. Ja, mein Holzhäuflein ist etwas größer geworden und wir laufen nochmal. Nom, 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 nom. Zwischendurch ein kleines bisschen Theorie. Die toten Äste, die am Baum hängen, sind deswegen natürlich trockener, weil sie schlicht und ergreifend nicht am Boden liegen. Denn wo sammelt sich sämtliche Feuchtigkeit und sämtlicher Regen, der logischerweise vom Himmel fällt? Am Boden. Also sprich, die sind einfach weniger lange im feuchten Niveau, Milieu. Die werden natürlich auch nass, wenn es drauf regnet, aber trocknen einfach viel schneller ab, weil sie nicht ständig in eben dieser feuchten Umgebung drin liegen, wie halt so ein Ast.
am gut durchfeuchteten Waldboden. Der muss ja auch gut feucht sein. Schließlich brauchen ja alle Viecher, die da unten leben, und alle Pflanzen, die da unten leben, ja auch Wasser. Und deshalb ist das alles gut so. Und ein feuchtes Holz ist auch vom Pilz besser zersetzbar. Das hat also alles so ein bisschen seinen Sinn und Zweck. Und das hängt natürlich wieder alles miteinander zusammen. Aber ändert nichts an der Tatsache, dass ich Brennholz brauche. Brennholz. Glück hat man natürlich, wenn vor kurzem Holz gemacht worden ist, dann hat man hier solche Häufchen rumliegen und hier auch so Häufchen. Also das ist wirklich jetzt erst diesen Sommer passiert, das ist alles noch vergleichsweise frisch. Aber so frisch, dass es nicht brennen würde, ist es dann auch nicht mehr. Und das ist also schon eigentlich ein ziemlich gutes Brennholz. Also es ist nicht direkt vom Boden, ihr seht ja, das liegt alles ein bisschen erhöht. Das liegt nicht in der Laubschicht drin und so richtig im Boden drin, versenkt sozusagen. Also da, wo es richtig feucht ist, sondern das bisschen erhöht, das hilft schon enorm, dass das einigermaßen trocken sein sollte. Aber das werden wir nachher sehen beim Feuerchen machen, ob das mit diesem Holz einigermaßen funktioniert. Ich werde mich hier jetzt jedenfalls ein wenig bedienen. Es spielt im Übrigen auch sehr wohl eine Rolle, dass das ganze Holz da hinten alles spiegelverkehrt. Egal, ihr wisst, was ich meine. Oh Gott, heute ist wirklich der Wurm drin. Jedenfalls besagt, das Holz da hinten ist mehrheitlich Buche. Das heißt, ich brauche nicht ganz so viel Brennholz, weil Buche so ziemlich das beste Brennholz ist, das man für Kochvorhaben finden kann. Und dementsprechend bin ich da eigentlich ziemlich top ausgestattet, wenn ich jetzt noch zwei Fuhren Buchenzweigchen, dünne wohlgemerkt, anschleppe, dann passt das auch. Buche hat pro Zweig einfach einen viel, viel höheren Energiegehalt als zum Beispiel Fichte oder Kiefer. Und damit hat man also quasi pro Zweig im Endeffekt mehr Feuer bzw. mehr Hitze. Und ja, das ist natürlich hilfreich, wenn man Buchenholz zur Verfügung hat. Also noch bin ich durch meinen Waldaufenthalt nicht merklich entspannter geworden. Also die Panne mit der Plane war ich schon ein bisschen demotivierend. Gut, Holz suchen, das funktioniert jetzt ganz gut, muss ich sagen. Also da habe ich jetzt bisher noch keine Stümperhaftigkeiten eingebaut. Ich nehme übrigens absichtlich nur kleine Zweigchen, die ich nicht spalten muss oder so Späße, weil A, habe ich nichts zum Spalten dabei und B, sehe ich den Aufwand, irgendwas zu spalten, auch nicht ein. Das ist dann interessant, wenn man wirklich ein richtiges Lagerfeuer unterhalten möchte, also ein Feuer, das im Lager die ganze Zeit brennt. Dann ist natürlich auch mal spannend, dass man sich größere Holzstücke besorgt und dann auch anfängt, meinetwegen auch gerne mit dem Messer, das Zeug zu spalten. Aber da man ein Feuer grundsätzlich auch immer nur so groß machen sollte, wie der Zweck, für den man es braucht, das eben erfordert, sehe ich nicht ein, was soll ich denn damit? Wobei ich jetzt zugegebenerweise auch ziemlich viel Holz deswegen brauche, weil diese Eicheln halt einfach ewig lange brauchen, bis die dann endlich mal in einem essbaren Zustand sind. Das werdet ihr dann noch merken. Also es gibt wenig Komplizierteres, was man sich zubereiten kann als Eicheln. Die muss man auslaugen und dann nochmal entsprechend erhitzen, damit das Fagin kaputt geht, und die Gerbstoffe müssen durch Wasser eben ausgelaugt werden. Und dann kleinschnippeln muss man sie auch noch und schälen und so weiter, und werdet ihr alles sehen. Meine Dose Ravioli werde ich jedenfalls irgendwann im Laufe des früheren Abends verzehren, weil bis dieses Eichenzeug fertig ist, da bin ich ja verhungert bis dahin. Was man übrigens auf keinen Fall tun sollte, ist hier jetzt so ein Holz klauen, weil das ist nicht einfach nur zum Spaß gespalten, damit dann der liebe Bushcrafter kommt und sich da bedient und schönes Brennholz hat, sondern das gehört natürlich jemandem, da werde ich den Teufel tun, so ein Holz mit Wert. Also auch schon sowas hier, das kann er auch durchaus das Brennholz daheim selber in den Ofen schmeißen, werde ich den Teufel tun, sowas mitzunehmen, weil das ist schlicht und ergreifend wirklich schon ein bisschen Diebstahl. Und der Mann hat die Arbeit, sägt das klein und legt sich zum Teil auch schon relativ schön auf dem Häufchen zurecht, dass er später einsammeln kann. Und also das geht mal gar nicht, wenn man sich da einfach bedient. Das machen der eine oder andere soll sowas ja schon getan haben, und das habe ich im einen oder anderen Video auch schon gesehen, aber das finde ich echt nicht korrekt. So kleine Zweigchen einsammeln, wie ich das jetzt tue, das ist natürlich völlig Wurst, das stört niemanden und tut niemandem weh, aber wenn man sich wirklich so großes Zeug hier da einfach bedient, nee, also ich finde das nicht korrekt. Was anderes ist, dass wenn das jetzt mitten im Wald rumliegen würde, aber da hinten ist gleich der Weg. Also sprich, das ist auch relativ gut abholbar. Das ist jetzt nicht mit einem riesen Aufwand verbunden, das einzusammeln. Und deshalb kann man davon ausgehen, dass es auch eingesammelt wird.
Aber wie gesagt, wenn es mitten im Wald liegen würde, fernab von jeder Straße und jedem halbwegs vernünftigen Weg, dann könnte man natürlich schon mal sagen, okay, das will wahrscheinlich eh keiner mehr haben, da kann ich mir vielleicht mal ein kleines bisschen was wegnehmen. Aber ja gut, das muss man dann eben selber wissen. Im Idealfall fragt man einfach mal schnell beim örtlichen Förster nach, beschreibt so gut das geht, wo das halt eben rumliegt und erwähnt dann noch, dass das so aussieht, als ob das niemandem gehört. Und dann sagt er wahrscheinlich, allein weil er seine Ruhe haben will, ja nimm dir. Und dann hast du Glück gehabt. Aber als Brennholz, ja, weiß ich nicht, da kann man doch wirklich auch so dünnes Zeug nehmen hier, sowas da. Das schadet doch nichts. Naja, aber gut. Jeder wie er mag. Ja, also das ist jetzt mein Holzhaufen. Ich denke, so lasse ich den. Im Zweifelsfall kann ich ja nachher auch im Dunkeln noch mal geschwind was organisieren. Noch mal einmal schnell laufen. Ist ja jetzt nicht so dramatisch. Das geht dann auch im Lampenlicht. Hier vorne ist so mein Initialanzündehölzchen. Natürlich kann ich mir auch hier von den ganz dünnen Zweigen, die hier noch dranhängen, auch noch mal ein bisschen sowas abmachen. Und dann wird es natürlich im Laufe der Zeit, im Laufe von der Feuerzusammenbaugeschichte in Anführungszeichen, dann irgendwann auch auf sowas hinauslaufen. Das nehme ich dann aber am Schluss beim Kochen, damit ich wirklich dann auch lange Hitze habe und ordentlich lange auch meine Eicheln gut durchkochen kann. Uiuiuiui. Naja, aber gut, jetzt habe ich einen Haufen Holz. Das hebt schon mal die Stimmung. Damit ist jetzt der Männlichkeitsfaktor nicht mehr auf minus 10, sondern bei, sagen wir, na, minus 6. Und jetzt trinke ich noch ein bisschen was aus dem Brunnen. So ungefiltertes Brunnenwasser, frisch aus dem Wald. Dann ist der Männlichkeitsfaktor nur noch bei minus 4. Also so ein bisschen cheaten tue ich ja schon. Ne? Ich habe hier eine Sitzbank, auf der ich gerade hocke. Ich habe da hinten einen Brunnen, der fröhlich vor sich hin plätschert. Ich habe eine 1A Feuerstelle. Okay, letztere ist ein rechtliches Problem. Ich würde viel lieber natürlich direkt an meinem Lagerplatz ein Feuerchen machen. Das wäre natürlich auch noch mal viel gemütlicher. Und ich müsste dann jetzt nicht dauernd die ganze Zeit in der Gegend rumrennen, wenn ich jetzt am Lagerplatz was vergessen habe. Was wahrscheinlich, so wie ich heute drauf bin, irgendwann sich herausstellt, dass das der Fall ist. Darf ich da auch noch mal hinrennen und alles. Also wirklich komfortabel ist es nicht, aber ich gebe zu, so ein bisschen gecheatet ist es schon. Ne? Und auf so einer Bank sitzen hier, also jetzt im Wald, das geht ja mal gar nicht. Und jetzt benutze ich diese Bank auch noch als Ablage, um in Ruhe meine Eicheln vorzubereiten. Ja, das ist schon hart an der Grenze. Ja, also das System ist folgendes. Hier habe ich Tüte mit Eicheln, hier habe ich Topf. Eicheln werde ich jetzt entsprechend mal schälen, zerkleinern, die nicht guten aussortieren, die wahrscheinlich die Mehrheit sein werden, um dann einen winzig kleinen Rest verwertbarer Eicheln zu behalten, um mir dann einen winzig kleinen Eichelkeks nachher zubereiten zu können. Aber das ist gar nicht so schlecht, wenn das nur eine kleine Menge ist, weil sonst werde ich einfach partout nicht mehr fertig. Also dunkel wird es ohnehin werden inzwischen. Ist es 18.52 Uhr. Das heißt, ich habe noch ungefähr eine Stunde, zumindest so viel Licht, dass man einigermaßen erkennt, was ich hier tue, so kameratechnisch. Und danach schauen wir mal, wie ich halt mit Stirnlampe dann einigermaßen auskomme. Beziehungsweise dann gibt es auch noch ein Feuer, spendet auch noch ein ganz kleines bisschen Licht, aber bombastisch wird das alles nicht werden. Habe ich jetzt mehrfach schon euch gedroht damit, dass das alles nicht so toll sein wird. Naja, ich fange mal an mit dem Eichelkrempel und guck mal, dass ich die Kamera noch ein bisschen näher ranhole, damit ihr das einigermaßen sehen könnt, zumindest so ein paar Eicheln lang. Ja, wenn man Eichel halbiert, sieht man auch gleich, ob Eichel noch gut. In diesem Fall dieser Eichel, die eine Hälfte ja, die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen. Klar kann man da jetzt, bin ich da jetzt vielleicht ein bisschen zu wählerisch, aber ich will ja auch einen leckeren Eichelkeks haben. Wenn es dann schon von nur einem Eichelkeks reicht, dann soll dieser eine Eichelkeks wenigstens gut schmecken. Und wie ihr seht, bin ich kein gelernter Koch und tue mich hier ein wenig schwer mit den ganzen Kleinschnibbeln meiner Eicheln und wie ich das jetzt am blödesten mache und so weiter und so fort. Na? Oh, diesmal richtig schön. Prima. Gar kein Wurm drin oder ähnliches. Wenn man die übrigens mal durchgeschnitten hat, dann kann man die Schale einfach mit den Fingern abholen. Das geht dann ganz gut. Aber ich habe auch noch nicht so viel Erfahrung im Eichel aufbereiten, muss ich zugeben. Also gerade solche Dinge wie
Hardcore-Waldnahrung, von der man auch wirklich richtig langfristig leben kann, wie eben Eicheln. Damit befasse ich mich jetzt noch nicht so lange, muss ich gestehen. Also man kann da natürlich jetzt, wenn man da ganz gründlich ist, alles Schlechte drumherum wegschneiden und jedes bisschen gute Eichel, was man findet, verwenden. Das muss man jetzt halt selber überlegen, wie gründlich man da sein möchte. Sieht ja schon ziemlich nussig aus, das Ganze, ne? Ich zeige euch hier nochmal ein schönes Stück mal in der Aufnahme. Das sieht doch gar nicht so unappetitlich aus, ist es aber. Scheine bitter kann man nicht essen, also das ist wirklich nicht genießbar. Und schmeckt auch nicht. Ja, na toll. Die zerfliegt beim Versuch, sie zu halbieren, gleich mal in ihre Einzelteile. Ja gut, dann kann ich euch noch ein paar Takte zu den Eicheln hier erzählen, mit denen ich hantiere. Vorsicht mit dem Messer. Multitasking. Nein. Lolololololo. In aller Kürze, während ihr da oben noch mal kurz gucken könnt, wie ich Eicheln klein schneide, zum Schluss hier mal kurz das Ergebnis. Also es ist wirklich nur ganz wenig geworden und das gibt nur einen kleinen Eichelversucherle-Keks, an dem ich höchstens eben ein bisschen kurz erklären kann, wie man das überhaupt macht. Praktisch wäre also erstmal so ein technischer Hinweis, wenn man dann jetzt wirklich als Gruppe von Waldbewohnern im Wald leben würde, und Gruppe ist sinnvoll, weil der Mensch ist nun mal ein Gruppentier, ein Rudeltier, wenn man so möchte, das ist tatsächlich biologisch auch so. Die meisten von uns Buschmenschen sind zwar Einzelgänger, aber im Prinzip, biologisch gesehen, ist der Mensch zumindest wirklich ein Rudeltier. Es ist jetzt so, wenn man das ganze Zeug jetzt alleine sammelt und alleine klein schnibbelt, dann kriegt man da einfach halt eben nicht diese Übung, die man bekommt, wenn man jetzt innerhalb der Gruppe der Eichel-Kleinschnibbler ist. Also der professionelle Eichel-Kleinschnibbler, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als Eicheln klein zu schnibbeln. Und wenn der eine Eichel in die Hand nimmt, dann weiß der schon, ob sich überhaupt lohnt, die Eichel aufzuschneiden oder nicht. Ich habe das jetzt im Laufe des Eicheln-Kleinschnibbelns auch dann relativ bald sagen können, dass die wahrscheinlich nichts ist und die wahrscheinlich schon. Und dementsprechend, wenn derjenige, der die Eicheln klein schnibbelt, auch derjenige ist, der die Eicheln sammelt, und man das mal in wirklich riesigen Mengen getan hat, dann erhöht sich natürlich die Ausbeute an guten Eicheln, dass man die schlechten Eicheln dann quasi gleich direkt liegen lässt oder in die Gegend pfeffert und so weiter. Also da kriegt man dann eine gewisse Routine rein. Also die Ausbeute ist, wenn man sich darauf spezialisiert und das übt, also nochmal erheblich höher als das kleine bisschen, was ich mir jetzt hier zusammengesammelt habe. Aber tatsächlich liegt wohl die Ausbeute, wenn man jede Eichel einsammelt, die da ist, bei so um die 15-20%. Also sprich, maximal jede fünfte Eichel ist gut, wenn man alles mitnimmt, was da rumliegt. Aber das lässt sich halt eben entsprechend erhöhen durch Erfahrung, durch Übung. Und es ist also sehr wohl möglich, bei der enormen Menge an Eicheln, die dann letztendlich im Wald rumliegen, große Mengen essbarer Eicheln aufzutreiben, um daraus dann wirklich Mengen an Eichelkeksen oder Eichelbrot oder was auch immer zu produzieren, dass man davon tatsächlich leben könnte. Also ich bleibe bei meiner Behauptung, Leben aus dem Wald wäre zumindest im Herbst durchaus möglich, da auf die benötigten Kalorien zu kommen. Denn Kalorien enthalten die Dinger wirklich ordentlich. Das sind Nüsse. Es gibt im Pflanzenreich eigentlich nichts, was mehr Kalorien als Nüsse hat. So, dann habe ich jetzt kurz einen Moment noch Zeit an Tageslicht, solange man mich noch erkennt, ohne dass ich mir die Lampe unter das Gesicht halte und aussehe wie der Geist. Kann ich jetzt noch mal schön erklären, was es mit Eicheln eigentlich auf sich hat. Das ist natürlich die Nuss von der Eiche, der Samen der Eiche, der dadurch gegen Fressfeinde geschützt ist, dass er zwei Substanzen zum Schutz enthält, beziehungsweise zwei Substanzengruppen. Das eine ist Phagin, das ist der Giftstoff der Buchengewächse, wenn man so möchte. Der ist ziemlich ungesund für alles, was da kreucht und fleucht. Es gibt ein paar Organismen, denen macht Phagin nichts aus. Wir gehören nicht dazu, wobei wir eine ziemlich gute Resistenz gegen das Zeug haben. Man braucht ziemlich große Mengen von Phagin, um da wirklich großartige Probleme mitzubekommen. Da man aber jetzt möglicherweise eben von Eichelkeksen oder Eichelbrot oder was auch immer über wirklich einen längeren Zeitraum leben muss oder möchte,
konsumiert man davon eben sehr wohl sehr große Mengen und in dem Fall muss das Phagin vorher raus. So, das zweite, was da drin ist, sind Gerbstoffe bzw. Tannine. Also Tannine ist eine Klasse der Gerbstoffe und von den Tanninen ist da wohl relativ viel drin. Es gibt noch diverse andere Gerbstoffe in der Eiche, die führen eben dazu, dass in unserem Darm dann einzelne Nährstoffkomponenten, also was da so an Nahrung, Nährstoffe, Mineralien vor allen Dingen unterwegs ist im Darm, bleibt an diesen Tanninen kleben und wird mit diesen Tanninen zu so einem Klumpen zusammengeklumpt. Und dieser Klumpen ist dann nicht mehr verdaubar. Der wird dann quasi unverdaut ausgeschieden. Tannine machen also sozusagen Nährstoffe zu Ballaststoffen. Kann man ungefähr so zusammenfassen. Das heißt, im Endeffekt bringen sie uns dadurch um, dass wir nicht mehr Nährstoffe aufnehmen können und dann im Endeffekt irgendwann verhungern. Jo, so Gerbstoffe sind aber auch relativ praktisch, wenn man zum Beispiel Leder gerben möchte. Da kann man auch normale, wirklich die Eichel dafür nehmen. Es tut auch die Rinde der Eiche, aber man könnte theoretisch auch wirklich einen Aufguss aus Eichelsaft herstellen und damit eben gerben versuchen. Wie das jetzt im Detail funktioniert, weiß ich nicht, habe ich keine Ahnung. Aber man kann an meinem Messer, das ich jetzt zum Eichelschneiden verwendet habe, schön erkennen, dass da irgendwas in den Eicheln drin sein muss, das zum Beispiel einen rostenden Stahl nicht besonders gut bekommt. Ich frage mich gerade, wie ich das am blödesten wieder abbekomme. Und jetzt habe ich natürlich keinerlei Ballistol oder ähnliches Öl dabei, um mein Messer zu pflegen. Ja, und diese beiden Dinge müssen also jetzt jedenfalls raus aus den Eicheln. Und das heißt, im Fall vom Phagin reicht es, wenn man sie röstet. Dafür muss man sie vorher klein schnibbeln, damit auch schön jeder Bereich der Eichel schön durcherhitzt wird. Je feiner klein geschnibbelt, desto besser. Und danach, und zwar am besten in dieser Reihenfolge, muss man sie noch wässern, um die Tannine auszuschwemmen. Dieser Wässervorgang kann unter Umständen sehr lange dauern, lässt sich aber durch die Temperatur des Wassers erheblich beschleunigen. Das heißt, wenn man sie auskocht, geht das Ganze relativ rucki-zucki. Das Auskochen hat aber den Nachteil, dass man zusätzlich auch einen gewissen Anteil der Stärke rauskocht. Und Stärke ist letztendlich das, weshalb wir die Eicheln ja überhaupt verzehren wollen. Wäre also blöd, langfristig gesehen die Dinger zu kochen. Ich werde das jetzt heute trotzdem so tun, weil sonst kann ich bis 3 Uhr nachts wach bleiben, bis meine Eicheln dann irgendwann mal ausgewässert sind. Und für einen einzigen kleinen Eichelkeks weiß ich nicht, ob es diesen Aufwand wert ist. Wobei das schon irgendwo ganz witzig wäre. Gut, also ich schnibbel meine Eicheln jetzt noch mal ein bisschen kleiner und bis das passiert ist, ist es wahrscheinlich dunkel. Und dann sehen wir uns wieder, wenn vielleicht noch restlich da ist und wenn nicht, dann seht ihr mich eben nicht mehr.